Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute möchte ich ein spontanes Video machen. Und zwar möchte ich gerne an euch etwas verlosen. Der Grund ist, ich habe in den letzten Tagen meine Räumlichkeiten ausgemistet. Darunter zählen dann auch mein Zimmer, mein Büro. Und ja, und ich habe festgestellt, ich habe einfach zu viel Kosmetik und zu wenig Platz in meinen Schränken. Und damit ich mir, ich meine, ich finde die Kosmetik, die ich habe, alle sehr gut. Und ich möchte die auch gerne ausprobieren, aber bevor ich mir neue Schränke kaufe, bevor ich mir neue Schränke kaufen muss, weil die alten Schränke aus allen Nähten platzen, aus allen Schrauben platzen, ja, miste ich aus und mache kleine Verlosungen, weil die Produkte sind alle sehr gut, die Produkte sind noch lange haltbar und die Produkte sind neu und unbenutzt. Und genau, und heute möchte ich gerne dieses an euch verlosen. Und ja, damit tue ich mir etwas Gutes und damit tue ich euch bestimmt etwas Gutes. Und ich zeige euch eben, was in der heutigen Verlosung mit drin ist. Ja, ja, ich habe Masken. Also ich habe auch Masken hier drin. Es sind gute Masken, aber ich habe einfach keine Zeit, mich jetzt, oder ich habe keine Lust einfach, mich hinzulegen und mir 15 bis 20 Minuten eine Maske ins Gesicht oder aufs Gesicht zu legen. Und da bin ich nicht so der Typ für. Und ich lege los mit den Masken. Da haben wir einmal von Dr. Severin. Das war in einer Beautybox. Ich meine, in der Vegan Beauty Basketbox war das. Da sind ja, 10 Peel-Off-Masken drin. Die sind dann einzeln verpackt. Und Peel-Off-Masken, das sind halt diese Masken, die die Mitesser abziehen, mit abziehen sollen. Und das kommt dann ins in die Verlosungsbox rein. Dann habe ich hier noch eine Maske, eine Balea-Tuchmaske. Die sind auch sehr gut. Und ja, also wie ich schon gesagt habe, mich da ruhig hinzulegen. Und das kann man bei diesen Masken halt nur, sich da jetzt ruhig hinzulegen und das Ganze einwirken lassen. Da habe ich nicht die Muße für aktuell. Im Vergleich zu diesen Masken, ja, die kann man sich dann aufs Gesicht aufschmieren und dann kann man trotzdem sich noch bewegen. Genau. Ja, das wäre auf jeden Fall Balea, die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske. Dann haben wir noch die Garnier Skin Active. Das sind die Augenmaske, Augentuchmaske. Dann habe ich hier noch ja, von M. Asam die Vitamin C Maske. Das ist dann hier auch von M. Asam. Das ist eine Feuchtigkeitsmaske. Hyaluron-Feuchtigkeitsmaske, genau. Dann habe ich hier die Luvos Heilerde Maske. Das ist eine peelende Maske. Und dann habe ich hier noch diese Augenpads, die iPad Mask mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Das heißt, wenn man morgens geschwollene Augen hat oder Augenringe, Augenränder, dann kann man sich die morgens aus dem Kühlschrank, also ich würde die im Kühlschrank aufbewahren, rausholen, dann schön hier drauflegen, einwirken lassen und dann gehen die Schwellungen zurück. Ach ja, das hier, das hatte ich damals mal gekauft, in zweimal. Eine ist übrig geblieben, weil ich von der ersten, nee, also die hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Vielleicht wird sie euch gefallen. Ich müsste einfach mal ausprobieren. Das ist Balea Body Patches Brust und Dekolleté.
Das Ding ist, also das sind Masken, die legt man sich halt, ja, die legt man sich halt auf die Brüste und ein Teil legt man sich auch hier so auf Dekolleté. Von der Wirkung her, also ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Soforteffekt gesehen. Auch danach hat sich die Haut jetzt nicht großartig verändert. Aber vielleicht, wenn man das öfters anwendet, dann hat man vielleicht bessere Ergebnisse. Es soll glattere Haut erzeugen. Das Ding ist, diese Dinger hier, die legt man sich ja so auf die Brüste. Und ich kann dir jetzt schon sagen, oder ich kann euch jetzt schon sagen, bei großen Brüsten funktioniert es nicht. Funktioniert einfach nicht, ne? Weil die Patches sind zu klein und klar, man kann die dann so irgendwie drauflegen, aber wofür? Also die rutschen runter und es passt einfach nicht. Ne? Von daher war das für mich ein glatter Fehlkauf, aber vielleicht habt ihr ja Verwendung dafür. So. Dann habe ich hier eine Bodylotion. Eine Bodylotion von Balea. Ich muss mich hier immer hinter verstecken, damit das fokussiert wird. Das Produkt. Einmal die Bodylotion Aloe Vera, Body Gel eher. Und ja, das war eine LE. Die ist aber noch bis ewig haltbar, 2022. Und ja, spendet Feuchtigkeit, Frische. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein sehr schönes Gefühl ergibt, wenn es draußen warm ist. Ne? Wenn es draußen warm ist, im Sommer oder im heißen Spätfrühling und im warmen Spätfrühling und dann das Bodygel drüber. Dass das so ein bisschen erfrischt. Das ist ein Backup-Produkt. Auch noch lange haltbar, ist eigentlich fast ziemlich neu. Aber ja, ich trenne mich von einem, von, ich weiß nicht, drei, vier Stück. Und das ist Elvital Öl Magique Nährpflegespülung. Ups, Nährpflegespülung. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Und der Duft, die Haare riechen danach ganz toll und das ist jetzt speziell für trockenes Haar und ich mag die Reihe sehr, aber wie gesagt, das kann erstmal weg, weil ich Platz brauche. Dann habe ich noch in diese Kiste reingepackt. Das war auch in einer Box. Läuft ab, hier steht 2024, ne? Also auch noch lange haltbar. Das ist ein SpongeBob, wollte ich schon sagen. Ein Mind-Sponge. Das ist einfach ein Schwamm. Der ist jetzt hart, aber wenn man den Schwamm unter warmes Wasser hält oder in warmes Wasser taucht, dann vergrößert er sich und dann kann man damit wirklich ganz, ganz toll sein Gesicht reinigen einfach. Ne? Also es tut der Haut wirklich sehr gut und ich habe schon eins. Ne? Also ich brauche keine zwei und ich habe sogar noch zwei da irgendwo liegen. Von daher kommt das auch weg. Und das war auch irgendwie in, ich glaube, in der Vegan Beauty Basket in einer Box drinne. Genau. Das ist ein Roller fürs Gesicht. Ich mache das mal eben auf. Ja, das ist dieser kleine Roller. Da geht man, ich habe den nicht benutzt, also das habe ich jetzt nur rausgeholt zum Zeigen. Ja, da geht man einfach übers Gesicht damit, von innen nach außen. Ja, also man fängt hier von der Mitte an und zieht dann quasi mit dem Roller, Rosenquarzroller nennt er sich, ne? Ja. Streicht dann so über die Haut und das ergibt ein wirklich sehr, sehr schönes, entspannendes Gefühl. Man kann auch die Pflege mit diesem Roller einarbeiten. Das ist ein Produkt, das ist ein Produkt, das ist ein Produkt, was ich noch nie benutzt habe, was ich auch nicht brauche und es nicht brauchen werde.
Ja, das kommt weg. Also das lege ich auch da rein. Es ist unbenutzt. Von Trended Up Color Correcting Set. Na, das sind halt die Farben, die eine Camouflagefarben, die halt Rötungen verdecken können oder Blauschimmer unter den hier unter den Augen und also Augenringe. Und genau, wenn man Pickel hat, kann man dann mit dem Grün das Rot des Pickels neutralisieren und solche Sachen. Genau. Dann geht's weiter. Ich habe auch Abendprodukte mit reingelegt. Ja, wie gesagt, Masken habe ich einfach keine Zeit zu. Das ist von Avon A-New, also A-New-Reihe. Die Radiance Maximizing Gold Mask, eine Peel-Off-Maske. Ne? Also das ist eine Maske mit Goldpartikeln. Ja, genau, also eine Peel-Off-Maske. Man legt sie sich auf, die Maske wird fest und dann kann man sich das Ganze abziehen. Genau, da lege ich noch eine Mascara mit rein. Das ist die Avon Euphoric Mascara. So, und ja, ich habe da auch einige im Shop und von daher gebe ich jetzt einfach mal eine ab. Finde ich sehr gut. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, die mal auszuprobieren. Und dazu lege ich auch noch einen Avon Lippenstift mit rein in der Farbe Red 2000. Das ist ein wunderschönes Rot, aber ein leuchtendes Rot. Also kein knalliges Rot, sondern ein schönes, sattes, leuchtendes Rot. Genau, aus der Reihe Avon Shoe Colors. Dann lege ich noch eine Creme mit dazu. Und zwar ist das aus der Avon Care-Reihe die Lavendel-Creme. Also es ist eine Ganzkörpercreme. Die kannst du fürs Gesicht verwenden, die kannst du für Hände und für den Körper verwenden. Und ja, das ist eine Creme, die kann man dann auch über Nacht einziehen lassen in Lavendelduft. Also sie riecht wirklich sehr dezent nach Lavendel, wirklich angenehm nach Lavendel und es ist kein starker Lavendelgeruch. Man kann damit, man kriegt keine Kopfschmerzen oder so. Wer Lavendel nicht so gerne mag, ist damit eigentlich auch ganz gut bedient, finde ich, ne? Weil man den Lavendel halt nicht so stark heraus riecht. Ne, aber sie ist wirklich sehr, sehr pflegend. Dann habe ich hier von M. Assam diesen optischen, ne, Hautoptimierer, so nennt er sich. Genau, soll sofort Fältchen und Linien minimieren, Glanz reduzieren und die Poren kaschieren. Ich habe es noch nicht ausgetestet. Altersempfehlung steht hier ja, ab 20 dann bis 50 Jahre. 20, 30, 40, 50 Jahre. Genau. Genau, von Avon lege ich noch einen Duft mit rein, weil ich halt sehr viele Parfüms habe. Neue Parfüms und Taschenparfümgrößen. Und da gebe ich auch eine ab. Das ist die Today. Today, genau, Today nennt sich das Parfum. Und dann kommt da noch Luna by Luna mit rein. Das war auch in einer Box, werde ich nie verwenden, weil ich schon genug Augenbrauengele habe. Es handelt sich nämlich um ein Augenbrauengel. Genau. Genau. Und deswegen kommt es in die Box rein. Das war's. Genau. Also alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr unten in der Infobox. Ja, es wäre wirklich zu schade, ne, das hier rumliegen zu lassen und verschenken kann ich nicht, weil ich hier in der Nähe nicht so viele Leute kenne. Und meine Freundinnen und ja, die interessieren sich halt nicht so für diese Sachen. Aber ich habe mir gedacht, hier auf so einem Beauty-Kanal findet man bestimmt Interessenten dafür. Okay, ja, dann wünsche ich dir euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.